Daniela Katzenberger, Body-Transformation à la Caro Rubens geplant? Daniela Katzenberger ist auf dem Weg zur Bodybuilding-Karriere. Ihre Inspiration könnte Caro Rubens sein. Die Reality-TV-Stars Daniela Katzenberger und Caro Rubens scheinen mehr gemeinsam zu haben, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Während Daniela sich derzeit in Las Vegas auf einen Wettbewerb vorbereitet, fragen sich einige Fans, ob Caro Rubens vielleicht ihr geheimes Vorbild ist. Denn die Kultblondine hat in den letzten Monaten hart an ihrem Körper gearbeitet und möchte nun bei einem Bodybuilding-Contest in der Glitzer-Metropole ihre Muskeln unter Beweis stellen. Nach einem beachtlichen zweiten Platz bei einem Fitnesswettbewerb in Deutschland hat die 38-Jährige nun die Ehre, bei einem prestigeträchtigen Wettbewerb in den USA anzutreten, dem Miss Universe-Wettkampf. Gemeinsam mit ihrer Mutter Iris Klein, 57, und ihrem Coach Tobias Wendeler hat sie die Reisen nach Las Vegas angetreten und lässt ihre Fans über Instagram an ihren Vorbereitungen teilhaben. Dabei läuft allerdings nicht alles reibungslos. Durchhaltevermögen und Disziplin, Daniela Katzenbergers Weg auf die Bühne. In ihren Instagram-Stories präsentiert Daniela stolz ihren durchtrainierten Körper. Auffällig sind jedoch die hellen Handabdrücke auf ihren Oberschenkeln, ein kleiner Fauxpas mit dem Selbstbräuner, den sie humorvoll kommentiert, bin heute Nacht irgendwie an meine Wettkampffarbe gekommen. Auch das Hotel hat Spuren ihrer Vorbereitungen davongetragen. Vermutlich darf ich nie wieder in dieses Hotel zurück. Doch von solchen Kleinigkeiten lässt sich die Ehefrau von Sänger Lukas Cordalis nicht beirren. In den vergangenen Monaten hat sie durch strikte Diät und Trainingspläne ganze 11 Kilogramm abgenommen und ihren Körper transformiert. Ihr Trainer Tobias Wendeler zeigte sich stolz: "Ich bin unglaublich stolz auf alles, was du in den letzten 1,5 Jahren erreicht hast. Du hast geschwitzt, gekämpft und nie aufgegeben. Nun nähert sich der Wettkampf, und Daniela ist fest entschlossen, ihr Bestes zu geben. Der eigentliche Miss Universe-Wettbewerb findet erst am 17. November statt, was bedeutet, dass noch genug Zeit bleibt, sowohl für die letzten Vorbereitungen als auch für das ein oder andere unvorhergesehene Missgeschick.